Also das Ganze auf die AAE zu bringen, ist sicherlich eine große Chance gewesen, weil ja auch dieser Innovation Award das erste Mal verliehen wurde. Wir hatten uns damals schon dafür beworben, aber dieses Mal erstmalig auch prämiert. Wir brauchten was zum Angreifen, was Ann-Kathrin gerade gesagt hat. Und was Innovatives natürlich, und dann bot sich das an. Es hat damals niemanden interessiert. Ja, und dann haben wir die Leiche nochmal aus dem Keller geholt und haben es gemacht. Ne? Kurz und bündig. Also viel, viel interessanter, sage ich jetzt mal, Vorrichtungen zu machen, die medienlos sind, wo keine Taktzeit da ist, wo kein Flächenbedarf da ist. Aber um sowas umsetzen zu können, braucht es dann halt ein sehr interdisziplinäres Team. Das braucht da brauchen wir Konstrukteure, da brauchen wir Leute, die Realisierungserfahrung haben, da brauchen wir Menschen, die Robotererfahrung haben und jetzt in dem Fall auch noch neuer Aspekt im Prototyping oder generell in der additiven Fertigung, dass man sagt, wir wollen dieses Ding ja auch wirklich da haben, das heißt, wir drucken uns dieses Teil. Dass wir gerade in dieser Terminschiene, dieser Enge, die wir da auch hatten, mit der Problematik, dass wir noch einen Roboter brauchten, dass wir dann auch tatsächlich noch, ich sag mal, die kleinen technischen Herausforderungen, die es neben der Idee ja gibt, auch noch, da kam der Robin dann mit ins Spiel und der Frank, der so ein bisschen da drüber geguckt hat und geguckt hat, dass das Ganze irgendwo doch in den Industrie 4.0-Rahmen mit reinpassen. Ich kann mich wirklich an Situationen erinnern, wo wir dann das erste Mal den Greifer in der Hand hatten und gesehen haben, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch nicht so ganz fluffig verläuft, wie man sich das gewünscht hätte, wo dann teilweise Sachen ja, geknirscht haben, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, wo dann einfach Lösungen kamen. Ja? Der Umgang miteinander, der war sehr professionell, sehr fair. Das war schon was Besonderes, wenn dann ja, alle Beteiligten das erfahren und ja, wenn man sieht, okay, im Team haben wir zusammen was auf die Beine gestellt, sowas Tolles, sowas gewinnt man ja nicht jeden Tag. Mit dem medienlosen Greifer haben wir ein Produkt entwickelt, das auch noch zeigt, dass unsere Kollegen fach- und standardübergreifend zusammenarbeiten, innovativ sind und uns damit als Top-Arbeitgeber platzieren können. Ja, das Projekt Medienloser Greifer zeigt uns sehr schön und plastisch, welche Potenziale sich auftun, wenn man sich von dem Klein-Klein-Gewusel auf der Detaillierungsebene einfach mal 5 Meter nach oben begibt, auf die Szene schaut und sagt, was tue ich hier eigentlich? Für mich war dieses Projekt ein schönes Beispiel dafür, unsere Kunden, auch branchenübergreifend, auf unsere Innovationskraft in unserem Hause aufmerksam zu machen. Gewichtsreduktion birgt enormes Potenzial in der zukünftigen Auslegung von Robotern. Geringe Traglasten, niedriger Invest und mit dem medienlosen Greifer auch ein weiteres Element im Baukastensystem von Realisierung von MRK-Systemen. Der medienlose Greifer zeigt, dass auch in der heutigen Zeit der Computer und Elektrik einfache mechanische Lösungen noch begeistern können. Der medienlose Greifer klingt ja irgendwie verrückt, möchte ich bald sagen. Aber das Unmögliche Wirklichkeit werden zu lassen, das ist unser Ding.